Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Return Trip. Wir haben es in der letzten Folge tatsächlich geschafft, sind jetzt hier in einem neuen Level angekommen, wo es darum geht, sowohl nach unten als auch nach oben gleichzeitig zu schauen, denn man sieht oben andersfarbige Münzen und die sagen einem quasi, wo man nicht hinspringen kann. Also das hier, da wo ich gerade bin, da ist quasi kein Boden, das ist nur eine optische Täuschung. Und das, ja, es ist halt sehr, sehr schwierig, weil, ja gut, das ist ja, das war jetzt aber auch ein bisschen unfair. Warte mal, kann ich denn, ich kann aber trotzdem da oben nicht langlaufen, ne? Ja, weil es gibt nämlich natürlich auch unten die ganze Zeit Gefahren und das ist, da könnte man dann doch spontan einfach mal klein werden, oder? Jetzt sind die Power-Ups wieder im Weg, ey. Toll, danke dafür. Ja, ich werde jetzt, wie gesagt, einfach mal das Thema ansprechen, für das ja beim letzten Mal keine Zeit mehr übrig waren. Ich habe es schon wieder gemacht. Also da, wie gesagt, da war so ein Instagram-Mädchen und bla und Keks und ich hatte ja so, ich hätte... Es geht um diese Depri-Borderline-Spastis, ne? Da meinte ich, das ist halt... Da meinte ich ja in der letzten Folge so, ich finde schon, dass die so wie ja, Covid-Idioten oder Feministen, wie sie alle heißen, schon krass zusammenhalten. Also das ist mit die schlimmste Gruppe überhaupt, weil sie so... ich weiß gar nicht, wie ich das Thema ansprechen soll, ohne nicht komplett steil zu gehen. Also ich weiß, da... Einige werden mich vielleicht wieder für einen unsensiblen Bastarden halten, was vielleicht auch irgendwo dann mal stimmt, weil ich da echt nicht so viel Verständnis für habe. Aber es gibt halt diese Leute und davon kenne ich halt auch, kann ich genug. Das ist so eine Gruppe, mit denen komme ich halt auch einfach nicht klar. Ja. Ich hatte einige E-Girls davon. Oder Moment, ich hatte das schon, das Thema gerade angesprochen, worum es ging, ne? Um Borderline-Spastis und so. Viele Mädchen, von denen ich was wollte, die hatten bzw. haben immer noch dieses Problem. Und ich komme mit diesem übersensiblen Scheiß überhaupt nicht klar. Also ich bin schon mitfühlend und bla und Keks und so. Ist ja auch ganz, ganz wichtig, dass man das ist. Aber das Problem bei den meisten ist meiner Meinung nach, dass sie überhaupt gar keinen Grund haben. Ja. Also, vor allem, die sind auch so stimmungsschwankend unterwegs. Da hast du dann so ein Mädchen, das dir so schreibt, ja, und oh, du bist der Beste, und oh, du bringst mich immer zum Lachen, und ich bin so glücklich, wenn ich mit dir was mache, und so, und dann 5 Minuten später, oh, ich will mich umbringen. Ja, und ich komme damit überhaupt nicht klar. Und, ja, da habe ich dann eben halt auch eine dann gesehen, die... im Internet dann auch so Posts, die da so Posts, Sprüche reingestellt hat, so Selbstmordsprüche und so. So, ja, dieser Moment, immer diese Momente, wenn Leute einen fragen, wie es einen geht und du natürlich immer antwortest, mir geht's gut, aber in Wirklichkeit meinst du es nicht so und so. Diese, ihr wisst, was ich meine, diese ganze, oh, wir sind weiter. Ja, aber, Alter, vielleicht sollte ich mich... da wirklich klein machen und dann passiert einfach diese Stelle, wo das Spiel einfach anscheinend konstant von mir verlangt, die Geister zu verwenden. Das ist ja ein Trick, dem ich mich schon in der letzten Folge und hier etwas angenommen habe, aber jetzt wird es also Pflichtveranstaltung. Das heißt, das war bis jetzt alles eine Übung. Ja, also diese ganzen Sprüche und... Ich habe halt bei denen leider immer wieder das Problem, dass sie halt wirklich aufmerksamkeitsgeil sind, ja? Du bist halt nicht irgendwie das Bulimie-Kind oder das gemobbte Kind oder so. Du bist einfach permanent, hast permanent psychische Probleme. Und das Ding ist ja, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann, ich meine, gut, die Leute, die E-Girls, mit denen ich zu tun hatte, die haben dann halt immer so gewisse Sachen erlebt, wo ich jetzt sagen würde, okay, also, ne, je nachdem, in welchem Alter man sowas erlebt, also Vergewaltigungen
Verluste oder so, dann ist das irgendwo eine verständliche Basis, aber das erklärt meiner Meinung nach immer noch nicht alle Leute aus dem Internet. Ich finde, viele Leute haben nicht wirklich das Recht dazu und vor allem erklärt es auch immer nicht diese Stimmungsschwankungen. Okay, ich habe, glaube ich, hier zu lang gewartet. Also ich verstehe halt nicht, wie du dann einerseits irgendwie sagen kannst, oh, ich bin ja so glücklich, und dann 5 Sekunden später, oh, ich nehme jetzt das Leben oder so, ja. Verstehe ich nicht. Und das aber auch nur, wie gesagt, jetzt auf die Leute bezogen, die halt wirklich schon was erlebt haben. Weil ich glaube, viele haben das einfach nicht. Und ich bin ja auch nun mal einer, dessen Leben ein einziger Spießrutenlauf war. Und ich merke gerade, wie passend das eigentlich ist, wo wir doch gerade im Geisterhaus sind. Schon, da habe ich mir schon das passende Etablissement ausgesucht, ne? Ja, also ich weiß ja schon, von was ich rede, wenn ich sage, ich habe da so eine stille, kleine, schnuckelige Ahnung von wirklich ernsthaften Problemen. Jetzt nicht wirklich in Bezug auf meine Mentalität, die war ja interessanterweise immer stabil. Nur jetzt, wo ich weniger Probleme habe, ist sie halt instabiler. Aber wobei eher, naja, ja doch schon. Ich würde sagen, dass ich mental instabiler bin. Also wenn ich mir mal so vorstelle, was ich da so, also ich erzähle das ja immer wieder gerne, dass ich meine, ich hatte da dieses Berufsvorbereitungsjahr, die Praktikas, jetzt hätte ich fast Praktiken gesagt, nee, Praktikas heißt das ja, ja, die haben mich da ja auch gemobbt und bla und Keks, und parallel habe ich trotzdem konstant meine Videos gemacht und habe quasi mich gut gelaunt hier hingesetzt und so und bla und Keks und so. Und heutzutage ist es ja so, ja, keine Ahnung, ich krieg's einfach nicht hin, obwohl ich ja gar nicht mehr, das Ding ist, früher hatte ich halt eigene Probleme, ja, und jetzt ist es aber so, dass die Welt an und für sich ein Problem hat und ich habe die Welt zu meinem Problem gemacht. So dieser ganze Corona-Kommunismus-Scheiß und so. Ich fühle mich da irgendwie schon so ein bisschen dafür verantwortlich. Und das ist, glaube ich, so das Problem. Das sollte ich nicht machen. Aber ja, wenn ich es halt nicht mache, wer tut's dann? Ja, also noch so ein paar andere Leute, klar. Da bin ich nicht durchgekommen, die Olivers und die Heikos und so, aber ne, versteht, was ich meine. Das ist halt irgendwo schon ein selbstloser Akt, aber ja, jedenfalls, ja, also ich weiß, wovon ich spreche, und ich hatte mir Sorgen gemacht, dass ich das Thema nicht schaffe. Ich wurde auch jahrelang gemobbt und geschlagen und bla und Keks und ins Heim gesteckt, in eine Klinik gesteckt, 1000-mal betrogen. Gab's ja nicht mal so ein Lied, 1000-mal berührt, 1000-mal ist nichts passiert. 1000-mal betrogen. Und nicht einmal hatte ich Sex. So wäre meine Version. ja. Naja, gut, ich hätte mir schon viele, viele gestörte E-Girls nehmen können. Aber nee. Wie gesagt, ich komm damit halt nicht klar. Ich hab's ja auch versucht, das ist ja so das Ding. Man hat den Leuten ja seine Hilfe angeboten, aber wie gesagt, wenn man mir einfach im 5-Minuten-Takt schreibt, oh, ich bin glücklich, oh, jetzt will ich mich umbringen, oh, dann weiß ich auch nicht, wusste ich auch nicht, irgendwann nicht mehr, was ich dazu sagen soll, ja? So, bei der einen hatte ich dann so gesagt, ja, okay, also, wenn dich meine Anwesenheit nicht mehr glücklich macht, oder wenn meine Anwesenheit, selbst meine Anwesenheit zu wenig ist, dann sehe ich da keinen Grund mehr, bei dir zu bleiben, und dann bin ich einfach gegangen. Ja. Sorry, das kann ich mir nicht anhören. Achso, da war wieder der Boden weg. Ich war jetzt plötzlich weg, ich habe gar nicht realisiert, dass ich runtergefallen bin, aber naja. Ja, also. Ja, ich glaube, dass das Ding ist einfach, dass. Du hast ja. Ich rede jetzt einfach weiter, bis ich irgendwann der Meinung bin, ich bin mit dem Thema fertig. Du hast ja mehrere Probleme bei diesen Borderline-Leuten, ja. Meist, in den meisten Fällen gab es keine Schicksalsschläge. Wenn du Glück hast, gab es Schicksalsschläge, wo, dann sage ich, okay, ja. Also mir ist es, es gibt ja auch so Leute, die dann so sagen, ja,
komm drüber hinweg und so, das ist doch jetzt schon 10 Jahre her oder so. Nö, also da würde ich auch sagen, jeder hat das Recht, jeder braucht seine Zeit und, ne, also wenn es wirklich vernünftige, triftige, schicksalshaftige Gründe gibt, dann okay, aber das heißt noch lange nicht, ich hab's schon wieder gemacht, dass man dann, wie gesagt, diesen 5-Minuten-Scheiß machen kann. Ich glaube schon, dass selbst wenn du jetzt in deiner Kindheit oder was weiß ich, vergewaltigt wurdest oder so, wenn du dann halt mal glücklich bist, dann verstehe ich einfach nicht, wie das dann weg sein kann. Also die Leute beschreiben das dann irgendwie immer so, dass die ja, umringt sind von negativen Gedanken und so. Das hatte ich auch oft, beziehungsweise habe ich auch oft und so. Und also, da gab es auch, da war ein so ein Instagram-Post, wo die so meinte, ja, der Unterschied zwischen einem Depressiven und Nicht-Depressiven und so. Und ich weiß aber jetzt nicht mehr genau, was da stand. Aber ja, also, es wird ja auch gerne gesagt, dass das quasi, wenn du depressiv bist, so borderline-mäßig, keine Ahnung, wieso er mich getroffen hat, dann sei es auch so, dass diese Trauer und so, diese negativen Gedanken, die müssen noch nicht mal einen wirklichen Ursprung haben, sondern das passiert halt einfach. Aber mir sollte es doch mal jemand erklären, wie das passieren kann, dass du halt glücklich bist und dann plötzlich bist du es nicht mehr oder was? Also da streiten sich bei mir auch immer so die 85 Milliarden Gehirnzellen. Einige sagen sich dann halt, okay, ist nachvollziehbar. Andere, viele, die meisten sagen sich dann aber, ja, also irgendwie, weiß nicht, ich will jetzt nicht so weit gehen und sagen, dass die einfach Aufmerksamkeit haben wollen, aber ich weiß nicht. Wie gesagt, ich glaube, viele würden sich umschauen, wenn sie... Ich komme da nicht durch, Alter. Viele würden sich wirklich umschauen, wenn sie halt mal echte Probleme hätten. Also bei vielen, ich habe es schon wieder gemacht. Ja, weil ich so mental mich auf diesen Bodenscheiß hier fixieren muss. Und dann schalte ich halt nicht schnell genug. Und vergesse immer wieder, was da als nächstes passiert. Ich habe bei vielen halt wirklich so das Gefühl, dass die, keine Ahnung, sitzen dann so zu Hause. Oh mein Gott, ich muss Hausaufgaben machen. Ich bin depressiv. Oh mein Gott, mein Freund, den ich... 2 Wochen kannte. Ich habe einen Kerl kennengelernt und nach 2 Wochen haben wir uns schon verlobt. Oh mein Gott, jetzt ist das schief gegangen, jetzt bin ich depressiv, ja. Und da denke ich mir halt immer so, wie hättet ihr denn reagiert, wenn ihr mein Leben gehabt hättet, ja? Ich glaube, ihr hättet keine 5 Minuten überlebt. Und das ist, glaube ich, ja, auch so ein Stück, ich weiß nicht, nennt's Arroganz, Überheblichkeit oder so. Ich würde schon sagen, dass ich eines der härtesten Leben hatte. Natürlich jetzt nicht vergleichbar mit Leuten, die in Afrika hungern oder die körperlich oder geistig behindert sind. Also jetzt so richtig. Ich rede jetzt nicht von euch Corona-Gläubigen, sondern Leute, die halt wirklich mit einem Fehler auf die Welt kommen und so. Die haben es natürlich schwerer, also in Anführungsstrichen. Es gibt auch sehr, sehr dumme Leute, die sind glücklich. Gerade weil sie dumm sind. Die merken nicht, dass sie dumm sind. Manchmal denke ich mir auch so, schade, dass ich nicht so bin. Vielleicht wäre es besser, wenn ich auch mal so blöd wäre oder so. Dann würde ich mir nicht so viele Gedanken machen. Das hat halt echt Vorteile, dumm zu sein, ja. Besonders in der heutigen Zeit. Aber wo bin ich jetzt? Jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren. Warte, jetzt, dafür habe ich mir das jetzt aber gemerkt. Ja, ich muss jetzt hoffen, dass der sich jetzt hier richtig bewegt. Danke. Und jetzt müsste eigentlich der nächste kommen, genau. Wow, wenn es danach keinen Checkpoint gibt, ne, keinen richtigen. Ja, und jetzt? Der nächste bitte? Ach nee, ich muss jetzt jonglieren, oder was? Wow. Ach so, ich könnte da ja jetzt mal hinspringen. Okay, Concentration, kurz. Aha, aha, aha. Kann immer noch nicht auch. Ja, danke, Auschwitz. Ja, komm, ey. Was tust du denn auch immer so, als könnte ich da oben lang springen? Okay. Jetzt kommen wir wieder zu seinem Lieblingsfetisch, ne? Der Hintergrund lässt mich wieder glauben, ich würde 300 km/h schnell sein. Na klar. Na, als ob mich das getroffen hat. Kannst du deiner Mutter erzählen. Gut, ja, wir machen jetzt nochmal einen auf. Ich spiele jetzt nochmal zum Pseudo-Checkpoint hin. Ich weiß jetzt halt auch leider nicht, ob das wirklich ein Checkpoint war, ne? Das ist jetzt so die große Frage. Aber okay.
Ja, ne, also wie wären die mit meinem Leben klargekommen? Und das ist halt so das Ding. Auch ich, der halt so ein. Oder war es das, was ich sagen wollte? Wie gesagt, das ist irgendwo ein Stück weit arrogant und so, bla, aber ja, ne? Ich finde halt, das ist halt so und trotz alledem, was ich durchgemacht habe, stelle ich mich ja immer noch hier hin und versuche Lebensweisheiten zu geben und so und bin ja immer noch mit Spaß dabei in meinen Videos und so weiter und also so dieses, ich habe ein schweres Leben hinter mir, habe jetzt 4, 5 Jobs gleichzeitig, versuche irgendwie die Welt zu retten und bla und Keks und ich müsste das alles nicht machen, aber ich habe den Wunsch, ich habe die Ausdauer, ich habe den Lebenssinn, die Lebensfreude noch. Und dann siehst du halt im Internet, wie man Leuten den Keks klaut und dann schreiben sie, oh, mir hat man den Keks geklaut, ich will mir jetzt die Pulsadern aufschneiden, ne? So fühlt sich das halt für mich an und das macht mich dann schon so ein bisschen aggressiv, dass es da solche da draußen gibt. Und wie gesagt, selbst wenn man dann Leuten wie mir schreibt, dass sie glücklich sind und so. Und wie kann man denn nach 5 Minuten seine Meinung ändern? Verstehe ich halt nicht. Gut, was man halt noch sagen könnte, ist, dass die halt mit dieser Glückseligkeit nicht umgehen können. Oh, ich hab dich gar nicht verdient. Oh, das wirkt alles so wie ein Traum. Oh, das fühlt sich jetzt nicht echt an. Das ist zu schön, um wahr zu sein. Oh, ich schneide mir jetzt mal die Pulsadern auf. Ja. So, und jetzt mach ich's nochmal. Ich mach das noch ein paar Mal. Spiel noch ein paar Mal zu diesem Fake-Checkpoint hin. Und dann werde ich ihn mir als rechtmäßigen Checkpoint zuschreiben. Fühlt sich auch so an, als könnte das wirklich ein echter sein. Aber dann verstehe ich halt nicht. Man müsste ihn dann doch trotzdem irgendwie aktivieren können, oder? Irgendwie muss es da doch einen ganz abgefuckten Trick geben. Naja, ja, ne? Und ich verstehe das halt alles nicht. Ich verstehe das nicht. Dass es solche Leute da draußen gibt und dass das. Es fällt mir schon schwer, mich da, wie gesagt, in die Lage versetzen zu können. Weil ich halt schon einiges hinter mir habe. Und ich habe halt so das Gefühl, dass die. Weil solche Leute. Vernetzen sich dann auch hart und posten die ganze Zeit. Ich hasse sowieso generell Leute, die immer Weisheiten posten, ne? Vor allem, damals hatte ich natürlich auch viele, heutzutage immer noch, also, ja, so Klassenkameraden auf der Freundesliste oder so, gut, habe ich heute nicht mehr, aber die haben ja trotzdem alle noch Facebook-Accounts und so. Und da schaust du einfach immer so drüber und du weißt ganz genau, diese Person ist richtig kernbehindert. Kann noch nicht mal 1 plus 1 rechnen, sinngemäß. Und dann postet sie irgendeine Scheiße, irgend sowas Hochtragendes, Intelligentes. Und du denkst dir einfach nur so, Alter, ne? Oder hier, bestes Beispiel, das hatte ich ja, das war so eine, ja, über die habe ich mich schon mehrfach auf Telegram lustig gemacht. Da ist eine, die ich nicht persönlich, ja, ich hatte sie schon mal persönlich getroffen, das war so ein Kumpel von Klassenkameraden und so, man hat sich dann mal so 1, 2 Mal gesehen, hatte sich ein paar Mal auf der Freundesliste, aber natürlich ist es nicht gut ausgegangen, weil sie halt asozial war. Das war eine von denen, denen ich dann halt irgendwann schreiben musste, ja, wieso schreibst du mir nicht mehr? Und die hat das dann nicht verstanden und blauen Keks jedenfalls. Die postet doch gefühlt einmal in der Woche so krasse Sprüche von wegen ja und schalte ab und mach dir keine Gedanken über andere Menschen, entspann dich mal, chill mal deine Base und so. Und dann postet sie parallel noch Bilder, wie sie kifft, ja. Wo ich dann auch so meinte, ja, also wenn ich den ganzen Tag kiffen würde, dann würde ich auch so eine Scheiße von mir geben, ja. Oder wie gesagt, du hast solche Leute, die sich selber betäuben und dann online so tun, als hätten sie das aus eigener Kraft geschafft. Oder du hast halt geistig behinderte Leute, die so mit coolen Sprüchen um sich werfen, ja. Und dann hast du halt
Borderline-Leute, die sich die ganze Zeit so Sprüche zuschustern von wegen, ja, und wenn die Leute doch wüssten, wie es mir geht und so, und oh, heute wieder ein Tag, wo ich in Erwägung gezogen habe, mir die Pulsadern aufzuschlitzen und so, ja. Da gibt es eine, mit der hatte ich mal Kontakt. Die hat auch tatsächlich... das war auch so eine, die wurde, in ihrer Kindheit quasi vergewaltigt. Und da habe ich auch neulich mal rübergeschaut und die hat jetzt wohl einen Freund und so, hat ein ordentliches Leben, habe ich zumindest so verstanden, einen festen Halt, Freund, Studium und so. Und dann habe ich mal ihr, ja nicht ihr Instagram, sondern ihr, da gibt es ja noch andere Seiten, ne, wo man so Sprüche teilen kann und so. Und da sehe ich doch, wie sie ungelogen, als ich da raufgeguckt hatte, war der, hatte die vor 11 Stunden so gefühlt 20, 30 Texte zitiert von sich selber aus dem Jahr 2016 oder halt sie hat andere Texte geliked, wo sie dann wirklich so Sachen geteilt hat von wegen ja und was ich eben halt gesagt habe, die Leute fragen, wie es dir geht und du sagst, ja, dir geht's gut, obwohl es dir eigentlich schlecht geht. Und ihr kennt den Salat, ne? Ich versuche das alles gerade 1:1 zu zitieren, gelingt mir aber offensichtlich nicht. Diese Standard-Scheiße, ja, und es ist ja so, am liebsten würde ich mir wieder das Leben nehmen und so, ich komme mit dem Druck nicht klar. Und ich bin immer für andere Leute da, aber sie sind nicht für mich da und so. Und da bin ich dann, das ist jetzt einfach der Punkt, auf den ich hinaus will, da habe ich mir dann einfach zwei Fragen gestellt. So, bist du jetzt A, einfach kernbehindert, weil ich meine, du hast doch anscheinend einen... Das ist so das Ding, die hatte ja gleichzeitig... hat man ja auf Instagram so aktuelle Posts gesehen, wie sie so schön von ihrem Freund geschwärmt hat und oh ja, jetzt erstmal kuscheln und mit meinem Schatzi, Batzi Fernseh schauen und so. Und parallel postet, teilt sie aber auf anderen Social Media Seiten die ganze Zeit depressive Sprüche und da fragt man sich dann schon, gibt es da etwas, was man nicht weiß? Oder... wieso habe ich das jetzt getan? Das war doch klar, dass es nicht ging, ja? Oder, ist da wirklich ein Problem vorhanden oder ist das einfach irgendwie deine gespaltene Persönlichkeit oder so? Also, wie würdet ihr euch da, ich meine, ich weiß nicht, ob es der Freund weiß, ja, aber das sind halt so Sachen, die mich dann, wie gesagt, in der Vergangenheit dazu gebracht haben, zu sagen, nee, sorry, ich habe keinen Bock mehr auf dich, ja? Was glaubt ihr, wie es sich als richtiger Freund oder als fast Freund oder ne, man hat irgendwie was am Laufen, wie man sich da einfach fühlt, wenn man sowas dann im Internet lesen muss oder wenn du direkt einfach solche Nachrichten kriegst wie, oh ja, ich wünschte, ich könnte mir jetzt das Leben nehmen oder am liebsten, also, ja, ich meine, ich sag ja sowas auch manchmal, aber es ist dann schon klar, wann es ernst gemeint ist und wann es halt einfach nur so ein Spruch ist, ja. Ich könnte mir jetzt beispielsweise auch hier schon wieder nach den 3 Folgen, die ich hier gemacht habe, das Leben nehmen, aber dann weiß halt jeder, ja, ich bin halt gerade so ein bisschen angepisst aufs Spiel, aber nicht wirklich so suizidgefährdet, ja. Aber, ne, du machst und tust und dann kriegst du einfach solche Nachrichten oder du liest halt im Internet davon, wie deine Freundin ständig schreibt, dass sie sich umbringen will und da kommst du dir auch so ein bisschen verarscht vor, oder? Und klar denkt man sich dann so, naja, nur also ja, da kann ich auch gehen, oder? Jetzt würden manche wieder sagen, ja, aber du gerade dann solltest du ja für sie da sein, ja, aber doch nur, wenn es einen triftigen Grund gibt. Wie gesagt, du schenkst ihr die Welt und die schreibt einfach, ja, ich will mich umbringen, ja, also kommt schon, Leute. Es gibt auch einen Unterschied zwischen Verständnis haben, Mitgefühl haben und einfach komplett kernbehindert sein. Und wie gesagt, diese Momente gab es oft bei mir und dementsprechend habe ich halt,
meine ganzen Borderline-Freunde weggeworfen. Beziehungsweise gab es auch einfach Leute, das ist auch so das Geile, natürlich, die darf man ja auch nicht vergessen, Leute, die ständig behaupten, dass es ihnen, ja, dass es ihnen nicht gut gehen würde, aber die mich dann trotzdem gleichzeitig schlecht behandelt haben, ja. Da denkst du dir dann auch so, ja, also, um mich zu dissen, reicht es anscheinend noch, ne? Also, würdest du mich da irgendwie mit in deine Scheiße reiten, oder versteht ihr das? Also, versteht ihr, dass ich euch erklären will, dass es in den meisten Fällen kein Verständnis gehen kann, keine Logik? Wie gesagt, wenn ihr jetzt auch einer dieser Kandidaten seid, ihr müsst euch da nicht angesprochen fühlen und so, aber überlegt mal wirklich, ob diese, woher diese Probleme kommen. Also kann es nicht auch einfach eure, ja, Charakterlosigkeit, eure mangelnde Charakterstärke sein oder die Tatsache sein, dass ihr halt einfach nicht das richtige Umfeld habt. Also es muss ja nicht zwangsweise immer an euch liegen, aber beispielsweise kenne ich auch so Leute von meinen Borderline-Bekannten, die haben so unfassbar geistig behinderte Freunde, ja. Also auch wirklich Freunde, die sich nicht für sie interessieren, die, ja, also einfach gar keine richtigen Freunde sind, ja. Die versucht denen, Beispiel, die eine versucht immer zu erzählen, was sie heute so erlebt hat und so, und die wird einfach konsequent ignoriert, ja. Das ist ja auch so das Ding, dass, da muss man natürlich unterscheiden, also es gibt da natürlich schwere Patienten und leichte Patienten und einige versuchen dann sich aber natürlich auch noch Hilfe zu holen, also, ne, man muss ja dann erstmal muss man sich natürlich die Frage stellen, gibt es überhaupt etwas, bei der man helfen, bei ein, wo man helfen kann, gibt es überhaupt ein Problem? Oder gibt es kein Problem, ja? Aber so oder so ist es natürlich auch immer gut. So, ich finde, solange die Leute noch reden, noch Sachen teilen mit dir, solange ist es ja noch okay. Aber das ist dann natürlich dumm, wenn du dann deine Probleme, dein Leben teilen willst und dir hört aber keiner zu. Ja, das tut natürlich extrem weh. Und wie gesagt, da kenne ich es dann von alten Bekannten, dass die halt wirklich scheiß Freunde haben. Und da kann ich dann einfach aber auch nur sagen, ja, such dir halt bessere Freunde. Freunde, die sich für dich interessieren und so. Mit denen du auch mal Sachen teilen kannst. Probleme besprechen kannst, weil sie sich halt wirklich für dich interessieren. Und dann kenne ich es aber auch von meiner Seite natürlich, von E-Girls, die halt wirklich auch, da war eine, ja, die wurde auch gemobbt und die hatte auch das Problem, dass ihre Eltern wollten sie ins Heim stecken und bla und Keks, und das hatte ich natürlich auch alles durch und da habe ich mich dann natürlich umso mehr engagiert und ich hatte ihr auch gesagt, dass ich bereit bin, mit ihren Eltern zu reden, dass ich versuchen möchte, ihren Eltern diese Heimgeschichte rauszureden, also dass das quasi kontraproduktiv ist, wenn man sie ins Heim schickt und so weiter, ja. Und parallel wurde ich aber auch von ihr fertig gemacht. Permanent beleidigt, permanente Stimmungsschwankungen und so, und da habe ich ihr dann auch mehrfach gesagt, ich verstehe dich nicht. Also einerseits sagst du, dass du gemobbt wurdest, du hattest nie richtige Freunde, du hattest nie einen richtigen Freund. Die Leute haben dich immer scheiß behandelt, scheiße, und dann triffst du quasi mich, der wirklich alles in seiner Macht Stehende versucht, der versucht dir zu helfen, der dir 24/7 Aufmerksamkeit schenkt, der dir immer anbietet, über deine Probleme zu reden, der dir auch immer, der immer zu dir sagt, ja, du kannst auch mal, du kannst dich ausheulen, du kannst auch mal wütend werden, also wütend in dem Sinne, wenn dich irgendwas aufregt, dann schrei ruhig, also nicht in dem Sinne, dass man mich anbrüllt, weil man sauer auf mich ist, sondern was er sich da passiert, was Dummes in der Schule. Und dann kann man mich ja auch mal anbrüllen. Also das kenne ich auch, so Leute, die nicht damit klarkommen. Ja, also ich wollte mich mal bei Leuten ausheulen, bei E-Girls, so. Ich wollte auch mal was von meinem Leben teilen. Und dann meinte die so, oh, wieso brüllst du mich denn jetzt so an? Ich kann doch gar nicht. Okay. Ich kann doch gar nichts dafür. Und dann habe ich gesagt, ja klar, ich habe jetzt auch nicht dich, in dem Sinne dich angebrüllt, sondern ich habe einfach mich über das Problem beschwert. Versteht ihr, was ich meine? Also ich habe
diese Person angebrüllt, aber ich habe dann quasi gesagt, ach, diese scheiß Schule, ich wünschte, ich könnte alle umbringen, ja? Also ich habe doch nicht sie angegriffen, aber sie hat das als Angriff gesehen. Und da dachte ich mir auch dann wieder so, wow. Also ich darf, du hast gesagt, ich darf mich bei dir ausheulen, aber ich muss das dann in einem moderaten, im besten Fall in einem stillen Ton machen, sonst fühlst du dich wiederum angegriffen oder was, ja? Und dann, wie gesagt, bei mir war das dann so, dass ich, gerade weil ich das so dumm fand, ich dann aus meiner Sicht zu einem Mädchen das Gegenteil gemacht habe und ihr gesagt habe, du kannst mich auch ruhig anschreien, wenn du dich über die Schule aufregen willst oder so, du kannst mir gerne ins Gesicht brüllen oder heulen oder so, ja. Hat die aber einfach nicht gemacht, ja. Stattdessen wurde ich dann auf Discord beim Spielen einfach stumm gestellt. Oder man hat mich halt angegriffen, man hat mich beleidigt. Ja, man hat bei LOL verloren und mich dann beleidigt, obwohl ich nicht das Problem war und solche Geschichten, ja. Und dann, wie gesagt, da habe ich dann so ein paar Mal gesagt, sorry, aber, ne. Vielleicht wurdest du auch zurecht gemobbt, hab ich dann irgendwann gesagt, weil ich das nicht verstehen kann. Wie man so jemanden wie mich schlecht behandeln kann, ja. Oh, ich hatte ein schlechtes Leben und ich wünschte, ich hätte mal jemanden, der mir zuhört, auf den ich mich verlassen kann, der mir Aufmerksamkeit schenkt. Jemanden, bei dem ich das Gefühl habe, dass ich etwas wert bin. Ja, und dann kommt so jemand wie ich und dann werde ich einfach komplett fertig gemacht. Und dann habe ich gesagt, ja, fick dich. Und dann bin ich abgehauen. Ja. Und dafür habe ich halt null Verständnis. So, ja. Sorry, falls ich mich da ein paar Mal wiederholt habe und so, aber ich wollte das Thema dann auch in Zukunft nicht nochmal ansprechen. Es ist einfach, oh warte, das können wir noch einmal machen. Ich möchte jetzt noch einmal zu dem Checkpoint spielen und dann werden wir da einen richtigen Safe State machen. Ja, also je nach Tageszeit und so habe ich da 0,2% Verständnis für solche Leute oder halt gar kein Verständnis. Vor allem nicht, wenn man halt, wenn man mich halt schlecht behandelt. Und klar, ich bin auch nicht immer der sozialste Typ. Also, ich mache ja auch viel YouTube-Kram und so weiter. Also ich bin jetzt auch nicht der 24/7 mit Leuten auf Discord talkt. Ich hatte letztens mal wieder so eine Phase, die ging eine Woche oder so, wo ich dann wirklich eine Woche lang jeden Tag irgendwie 5-6 Stunden auf Discord war. Und jetzt habe ich wieder eine Phase seit ein, zwei Wochen, wo ich dann wieder mehr alleine was mache. Das hat dann aber natürlich einfach, ja, damit zu tun, dass ich halt vom Charakter her auch, ja, introvertiert und, ja, ich mache ja auch YouTube und so weiter, ne. Versuche, wie gesagt, die Welt zu retten, bin ständig auf Telegram unterwegs, poste Nachrichten und so. Ich habe halt auch einfach viel zu tun und das Problem bei meinen, in Anführungsstrichen, Freunden ist auch, da muss ich einfach hart wieder so sagen, ich habe halt auch oft das Gefühl, dass sie mich nicht wirklich weiterbringen. Also weiterbringen in dem Sinne von, also ich hab schon Spaß mit denen und so, aber gerade jetzt auch letztens ist es wieder klar geworden, dadurch, dass von den 5-6 Leuten bis auf eine Person halt, dass der Rest gesagt hat, ja, also, ne, Trump ist ja behindert und Corona existiert und so. Und, ja, was soll ich denn da noch, ja? Ist halt so die Frage. Oder, auch jetzt ein gutes Beispiel, ich meine, ich hänge ja sowieso nie so mit meinem Bruder ab, aber der hatte halt auch heute so mit meiner Mutter telefoniert, so, ich glaube, 2 Stunden lang oder so und die meiste Zeit über ging es halt darum, dass er ja ein ganz großes Problem hat und er möchte da einen objektiven Rat von meiner Mutter haben und sein Problem bestand halt darin, dass er nicht weiß, ob er sich die Festplattenlose oder die Festplatten-Xbox holen will, die neue, ja. Und da habe ich dann auch so im Nachhinein zu meiner Mutter gesagt, ja, die Probleme hätte ich gerne, ja. Ich sitze hier und versuche den weltweit geplanten Kommunismus aufzuhalten. Und der hat einfach
Der weiß einfach nicht, oh, soll ich mir jetzt die Xbox oder die Xbox holen, ja? Und genauso ist es halt bei meinen Discord-Leuten. Die regen sich halt irgendwie über LOL auf oder so. Gut, mache ich auch 24/7, aber ich mache halt noch vieles anderes. Ja, also es ist ja nicht schlimm, wenn man sich aufregt. Genauso ist es ja auch nicht schlimm, wenn man mal depressiv ist oder so. Aber gleichzeitig sollte man halt auch irgendwie schauen, dass man trotzdem was am Tag macht, dass man trotzdem versucht, irgendwie was zu machen. Also wenn du der Meinung bist, du hast ein scheiß Leben, dann versuch das Leben doch irgendwie zu ändern. Ich sag nicht, dass das so einfach ist. Ich meine, guckt mich an. Ich mache YouTube fast seit 9 Jahren, habe immer noch nichts gebacken gekriegt hier. Aber es ist ja, wie gesagt, nicht meine Schuld, sondern eure. Aber ich versuche trotzdem natürlich weiter hier am Ball zu bleiben und so. Ich versuche es, ja. Ich sitze jetzt nicht seit 19 Jahren in der Ecke und heule immer rum. Also manchmal, ja schon, manchmal habe ich auch diese Tage, aber ich komme halt immer wieder aus dem Loch raus. Und bei vielen habe ich halt so das Gefühl, dass sie sich nicht mal ansatzweise so die Mühe geben und auch nicht wirklich viel in ihrem Leben ändern. Und wie gesagt, hatte ich da, jetzt bin ich bisschen rüber geschwankt vom Thema her. Ja, wenn du dann halt einfach, wenn du hörst, dass, also einerseits sagen meine Discord-Leute, ja, also Corona existiert ja und Trump ist ja böse und fertig aus, ja. Und dann aber reden die aber irgendwie 24/7 über LOL oder so, spielen LOL und frag mich dann einfach so, ja, also wenn ihr jetzt so ein paar Prozentchen mehr euch mit Politik beschäftigen würdet, statt mit LOL oder so, ja, vielleicht wäre euch ja damit geholfen. Und das ist dann so der Punkt, wo ich mir so sage, naja, also die bringen mich halt nicht weiter, ne? So generell, als ich heute wieder so die Zeitung verteilt hatte, hatte ich mir da echt so Gedanken drüber gemacht. Wie kommt es eigentlich, dass ich auch wirklich viele Leute, mit vielen Leuten den Kontakt verliere, beziehungsweise den, oh, Moment, was? Ja, die Frage ist, hat sich da jetzt viel geändert? Ich würde schon sagen, das ist jetzt ein anderes Layout, oder? Die Münzen sind ja anders. Ha. Gut, dann akzeptieren wir den Checkpoint jetzt einfach mal. Bin ja auch anscheinend noch nicht mit meiner Thematik fertig. Ich gebe euch noch ein besseres Beispiel, ja. Ich hatte ja damals, bevor ich Let's Plays gemacht hatte, auch einen krassen Freundeskreis. 2,5 Jahre lang oder so. Weil da dachte ich mir auch immer, also wir werden wahrscheinlich niemals den Kontakt abbrechen und so. Aber dann hatte ich halt irgendwann das Interesse zu Let's Plays entdeckt. Und parallel hatte ich halt das Problem, dass die Interessen meiner Freunde, mit denen ich mich auch dann mal getroffen hatte und so, immer weiter auseinandergegangen sind. Die wollten halt immer diese neuen Spiele spielen. Stimmt ja, dadurch, dass ich unten keinen Boden habe, habe ich aber oben auch keine Mauer hier. Soweit habe ich nicht gedacht. Jetzt muss ich echt über den Tellerrand hier hinausdenken. Oh, ich konnte da oben sogar laufen. Ja, also das Level bietet halt schon, wenn man es richtig versteht, guck mal. Da ist aber eine unsichtbare Wand. Also, ich habe es nicht hundertprozentig verstanden, aber jetzt, glaube ich, habe ich es verstanden und jetzt kann ich natürlich auch das zu meinem Vorteil nutzen. Perfekt. Genau. Oh, geil, Leute. Die wollten immer neue Spiele spielen und so. Ich wollte aber keine neuen spielen. Ich bin ja eher so auf alte Spiele fixiert. Und gut, dann habe ich mir aber gesagt, naja, also ich habe mir dann persönlich gesagt, ich könnte ja beides haben. Weil ich bin ja tiefgründig und vielseitig. Du kannst ja einerseits, ja, der obere Weg ist leichter, dein Kram machen, dein neues Hobby für dich machen und du kannst ja trotzdem noch Zeit mit den anderen verbringen. Ja, so ab und zu doch mal ein neues Spiel spielen. Vielleicht ist ja auch mal ab und zu eines bei, was dich interessiert. Aber in dem Moment, wo ich dann quasi diese kleine
ich muss es jetzt mal so kackendreist sagen, diese kleine primitive Zone verlassen hatte. In dem Moment, wo ich mich meiner Meinung nach versucht habe, weiterzuentwickeln. Indem ich halt, wie gesagt, mir neue Hobbys gesucht habe. Indem ich versucht habe, mehrere Hobbys gleichzeitig zu haben, zu bedienen. Sind die anderen halt sauer auf mich geworden, weil ich sie in ihren Augen irgendwo betrogen habe, im Stich gelassen habe, ja. Dabei, aber jetzt kann ich da rein. Ah, das ist das verwirrend, ey, aber okay. Jetzt laufe ich ja irgendwie zurück, ne? Aber ich, wie gesagt, ich hatte mir ja gesagt, ich hätte gern beides und die wollten das aber nicht zulassen. Am liebsten hätten sie mir Let's Plays quasi verboten, ja. Und das ist dann so der Punkt, wo ich mir dann so gesagt habe, ja, also die wollen jetzt quasi, dass ich mich nicht weiterentwickle, damit ich quasi bei ihnen bleibe und ich wollte mich aber weiterentwickeln und dementsprechend gab es dann nur die logische Konsequenz, halt den Kontakt abzubrechen oder um das jetzt noch primitiver zu sagen, stellt euch vor, ihr seid irgendwie aus diesem Pipi-Kaka-Humor raus. Stell euch mal vor, ich würde das jetzt schaffen. Ja, aber oh, warte. Kann das sein, dass das jetzt habe ich nicht hundertprozentig aufgepasst. Wäre das denn wenn die Zeit jetzt abgelaufen wäre, wäre das Gelbe dann weg gewesen? Nee, oder? Boah. Ja, okay, jetzt hat sich mein Controller abgemeldet. Bin jetzt zu faul, nochmal reinzugehen. Das würden wir jetzt, glaube ich, eh nicht mehr schaffen. Ihr versteht, was ich meine, oder? Also ich, so im Rückblick betrachtet, habe ich auch so das Gefühl, als wenn Leute mich auch einfach bewusst unten halten wollten. Und so geht es mir immer wieder bei Leuten, dass ich einfach irgendwann, was heißt irgendwann, ab und zu auch einfach das Gefühl habe, die bringen mich in dem Moment nicht weiter. Ich habe ständig den Drang, Wissen, Informationen zu sammeln, spirituell, politisch und natürlich auch weiterhin alte, gute Spiele kennenzulernen. Und dann hast du aber die Leute, die halt 24/7 an Corona glauben oder 24/7 LOL spielen, ja. Oder Sachen mit mir spielen wollen, andere Sachen als LOL, die ich aber nicht spielen will, ja. Wie gesagt, neue Spiele, wo ich mir so sage, nee, danke, nee, danke, nee, danke. Und ja, da ist dann auch so der Punkt, wo ich dann auch einfach gehe, beziehungsweise mich halt weniger blicken lasse. Weil ich halt nicht das, also ich meine, verstehe mich jetzt nicht falsch in einer Freundschaft oder generell, es sollte ja auch nicht immer permanent darum gehen, sich weiterzuentwickeln. Na, ich finde schon, dass man auch als Freunde zusammen wachsen kann. Also das ist das nicht die Essenz des Lebens? Dass man immer wieder über sich hinauswächst, dass man immer besser wird? Also jetzt nicht im, es gibt ja auch so Leute, die immer trainieren gehen und so. Also ich meine jetzt nicht im Körperlichen, sondern einfach, es heißt doch immer auch, ja, oh, du bist jetzt älter, also müsstest du doch erfahrener und weiser sein, oder? Und ich habe halt bei den meisten Menschen das Gefühl, diese Lebenszahl immer größer wird, aber sie sich nicht wirklich weiterentwickeln. Und deswegen habe ich so mein Problem, habe ich immer wieder Probleme mit Menschen und gehe dann immer wieder, weil sie, wie gesagt, entweder sie behandeln mich scheiße, sie ignorieren mich, das Thema hatten wir ja auch schon lang genug, oder ich habe einfach so das Gefühl, dass sie mich jetzt in dem Moment nicht mehr weiterbringen, ja. Wie gesagt, ich meine es nicht negativ, ich sag mir jetzt nicht, oh, du musst jetzt irgendwas für mich tun oder so, sondern einfach, man merkt, da ist einfach, da fehlt was, ja. Da fehlt so dieses, was weiß ich, dieses Diskutieren, zusammen über aktuelle Sachen reden, beziehungsweise man kann vielleicht über aktuelle Sachen reden, aber man merkt dann einfach, dass die Standpunkte zu weit voneinander weg sind oder
Wie gesagt, die Leute feiern neue Spiele, ich feiere alte Spiele. Ja, was willst du da noch diskutieren? Ja. Man versucht ja dann dadurch auch so ein bisschen Konflikte zu vermeiden. Indem man einfach sagt, ja komm, ich bleib jetzt erstmal weg, weil ansonsten könnte es vielleicht wieder krachen. Also irgendwo ist es natürlich auch ein Stück weit ein Selbstschutz, der dafür sorgen soll, dass man sich nicht wieder mit Leuten verkracht. Aber ja, wie bin ich jetzt eigentlich auf den Gedankengang gekommen? Ja, also das ist halt etwas, wo ich sagen würde, dass ich wahrscheinlich auch mit meiner Art, mit dieser Art, die ich euch jetzt versucht habe zu beschreiben, dass ich dadurch auch potenziell schon mal den einen oder anderen verärgert habe, ja. Aber gleichzeitig schreibe ich immer. Ich bin auch oft redebereit, wenn jetzt mal was Ernstes ist. Ich bin hilfsbereit. Wir hatten gestern beispielsweise die Thematik, dass mich jemand gefragt hatte, also auch jemand, den ich schon sehr, sehr lange kenne, ob ich ihm irgendwie einen... Ich meine, das war jetzt nur was Kleines, aber nun mal so. Das ist eine Person, mit der habe ich jetzt persönlich auch ewig nicht mehr geredet, aber wir schreiben halt die ganze Zeit. Und die hatte das Problem, dass sie... Die wollte sich so ein Handy-YouTube-Downloader runterladen und so. Damit sie das Video dann übers Handy schauen kann ohne Internet. Und ich habe dann einfach gesagt, ach komm, lass mich das schnell machen. Ja, dann habe ich halt vom PC was runtergeladen, habe ihm das Video geschickt und so. Also, was ich nur sagen will, ist, da war ich jetzt auch spontan hilfsbereit, ja. Und da funktioniert es. Und dann gibt es aber auch wieder Leute, die sagen, ja, aber ich würde gern öfter mal mit dir reden, was ich auch verstehen kann. Dann gibt es auch wiederum Leute, mit denen ich schon seit Ewigkeiten mal reden wollte, ja. Da war eine Person, der habe ich gesagt, ja, passiert auch oft, sag mir einfach Bescheid. Sag mir einfach einen Tag vorher Bescheid, dann richte ich das so ein, dann können wir miteinander reden. Und das ist jetzt ein Dreivierteljahr her, die Person hat es nicht gebacken gekriegt, ja. Und es wird der Tag kommen, wo die Person dann irgendwas von mir verlangen wird, irgendwas Mentales oder so. Wo ich dann, ich kann das ja mal sagen, also da war so eine Person, mit der wollte ich mich halt mal treffen in Zukunft und es wird der Tag kommen, wo ich dann sagen werde, ja, also, wieso sollte ich mich jetzt mit dir treffen? Du hast es in den letzten ein, zwei Jahren nicht geschafft, mit mir mal regelmäßig zu reden, ja. Obwohl ich dieser Person das ja angeboten habe. Und die wird dann vielleicht wieder sagen, naja, du hast ja nicht gefragt. Das traue ich der Person, über die ich jetzt rede, nicht zu. Aber andere Leute hätten das wieder geschrieben. Und dann würde ich halt sagen, ja, ich habe es dir einmal gesagt, ja. Ich renne dir nicht hinterher. Ich habe dir gesagt, ich richte es ein. Du musst mir einfach nur Bescheid sagen, ja. Und da versteht ihr, da ist dann wieder so diese Barrikade. So einerseits möchte man mit mir irgendwas machen, man sagt mir, ich sei ihr wichtig, aber gleichzeitig kriegt man es nicht gebacken, mir mal einen Tag Zeit zu geben oder so. Oder um jetzt nochmal auf dieses Mädchen einzugehen, welches da die Schwester, wo die Schwester mitgelesen hat, die hat es auch nicht gebacken gekriegt, mir einen Tag vorher Bescheid zu sagen. Ja, ich dann immer so, ja, wir können gerne LOL spielen, aber sag mir doch bitte mal einen Tag vorher Bescheid. Oder später bin ich dann so weit gegangen und habe gesagt, sag mir doch wenigstens ein paar Stunden vorher Bescheid. Ja, das sind so Kompromisse, die ich nicht eingehen müsste, aber ich bin sie eingegangen. Die hat es nicht gebacken gekriegt. Die hat immer gesagt, so, ich will jetzt LOL spielen, du hast 5 Minuten Zeit. Wenn du in 5 Minuten nicht kommst, dann hast du Pech gehabt, ja. Und das sind dann auch immer wieder solche Momente, wo ich dann einfach keinen Bock mehr habe. Eine andere Person kriegt es nicht gebacken, auf meine minimalen Wünsche einzugehen. Mir den minimalen Kompromiss zu geben. Der da heißt, sag mir ein paar Stunden vorher Bescheid. Kriegt die nicht gebacken. Und dann habe ich da auch keinen Bock mehr. Dann melde ich mich da auch nicht mehr. Weil man einfach auf... Ich habe so minimale Ansprüche an andere Menschen.
Aber die kriegen das nicht gebacken. Die kriegen es nicht meine Ansprüche lauten, habt 5 Gehirnzellen. Und die meisten kriegen das aber nicht hin. Und dann habe ich auch einfach keinen Bock mehr. Und mache dann hier lieber alleine Let's Plays und halte Monologe. In der Hoffnung, dass es mir und euch hilft und uns alle so ein bisschen weiterbringt. Ja. Aber okay. Ja, ich komme jetzt mal zum Ende. Es ist auf jeden Fall wieder ein sehr, sehr interessantes Level. Sehr, sehr verworren. Ich wusste zum Schluss auch nicht mehr, mache ich überhaupt hier irgendwas richtig. Bei diesen Geisterhäusern besteht ja immer die minimale Gefahr, dass du aus Versehen dann mal das Level resettest oder so. Ich denke, ich werde da jetzt noch einmal hinspielen und meinen eigenen Save State machen. Weil das beim letzten Geisterhaus ja auch... War es das letzte oder das vorletzte? Da war das auch ziemlich lang, unnötig lang. Also die Gefahren sind meiner Meinung nach nicht so hart, aber dafür ist das Level einfach noch länger. Das Level ist gefühlt doppelt so lang wie das davor. Es ist etwas einfacher, aber wie gesagt, das hebt sich wieder miteinander aus. Es ist halt eine Autobahn, die einfach kein Ende hat. Und das ist langweilig, nervig, weil es ja auch teilweise ein Scrolling-Level ist und so weiter. Ja. Also, das ist jetzt mein aktuelles Statement. Ich werde es noch ein paar Mal normal versuchen. Und dann meine eigenen Save-States reinballern. Ja, so, sorry für die Sorry in Anführungsstrichen. Müsste mich da jetzt eigentlich auch gar nicht entschuldigen. Aber das ist so tickig, ja. Jetzt denke ich wieder, ah ja, eigentlich, du hast zu viel geredet. Du wolltest ja nur eine 10-Minuten-Folge machen und so. Das, ne, das sind doch alles so Sachen, wo ich mir keine Gedanken machen sollte, aber ich mache mir halt Gedanken. Natürlich, es gibt auch Leute, und da würde ich mich dazu zählen, die sich einfach zu viele Gedanken machen. Das ist natürlich auch nicht gut. Man muss nicht jeden Forts analysieren, man muss nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen. Aber wenn ich die Wahl habe zwischen dieser Art des Lebens und wenn ich auf der anderen Seite Leute sehe, die sich dann einfach mehrere Tage nicht melden, und überhaupt gar kein schlechtes Gewissen haben und nicht sorry sagen, dann, ja, dann bin ich dann doch ganz zufrieden mit meiner Art und Weise. Ja, so. In diesem Sinne, denkt mal über euer Leben nach, Borderline-Leute. Wurdet ihr jahrelang gemobbt, mit Essen beworfen, fast vor einen Zug geschmissen, in eine Klinik gesteckt, jahrelang mit Tabletten zugebombt, ins Heim gesteckt, permanent von Leuten beleidigt, von Leuten enttäuscht, aus dem dem Betrieb geworfen, weil du dir hast keine Krankheit anhängen lassen, von euren Geschwistern verprügelt und so weiter und so fort, um jetzt mal so ein bisschen wieder aus meinem Leben zu erzählen. Ja, war das bei euch so oder ging es bei euch eher darum, dass man euch den Keks geklaut hat, nur mal so, ja. Natürlich hat jeder das Recht, zu trauern und so, ganz klar, ne. Also die Probleme müssen ja nicht immer den Highscore toppen. Meine Aussage soll ja nicht so rüberkommen, so von wegen, ach so, meine Probleme müssen größer sein und dann habe ich erst das Recht zu heulen oder was. So meine ich das nicht. Natürlich hat jeder immer das Recht zum Weinen, zum Heulen und so weiter. Aber mir fehlt da halt einfach, gerade auch aktuell in Zeiten, wo ihr alle an Corona glaubt, wo ihr alle an den menschengemachten Klimawandel glaubt, wo ihr alle an den Rassismus glaubt, wo ihr alle daran glaubt, dass Trump böse ist und so weiter. Ihr seid in den meisten Fällen auch einfach geistig behindert. Und geistig behinderte Menschen haben in den meisten Fällen keine großen Probleme, beziehungsweise sie hätten diese Probleme nicht, wären sie etwas intelligenter. Und von daher, ich habe halt auch, was das angeht, wegen diesen ganzen Sachen, in den meisten Fällen auch überhaupt gar keine Empathie für solche nutzlosen, gehirnlosen Leute. Von daher, haltet alle mal den Ball flach, kehrt einfach vor eurer Haustür, macht euch so ein bisschen Gedanken, versucht irgendwie 2 Gehirnzellen zu kriegen, versucht was Schönes in eurem Leben zu machen, so wie ich. Mir macht es immer Spaß, über depressive Themen mit Leuten zu reden, die eigentlich da gar nicht da sind. Das ist auch immer ein schönes Beispiel, was ich auch immer wieder geben kann. Du hast selber Probleme, du hast selber irgendwo ein schlechtes Leben,
Du weißt, dass die Welt scheiße ist, aber trotzdem stellst du dich seit mittlerweile fast 9 Jahren, stelle ich mich hier hin und rede mit Leuten, die eigentlich gar nicht da sind. Also aktuell weiß ich ja, dass ich so 1, 2 Zuschauer habe, aber eigentlich müsste ich ja 300 haben laut meinen Abo-Listen. Und eigentlich müsste ich ja 5 Millionen haben, wenn wir mal ganz ehrlich, ganz realistisch sein wollen. So viel habe ich ja meiner Meinung nach verdient, ja. Bin der beste Let's Player Deutschlands und ich habe aber überhaupt gar nichts. Und dann siehst du Leute, die geistig behindert sind und einfach viel mehr haben, ja. Das ist auch etwas, damit kommen die meisten Leute nicht klar. Ich hatte auch so viele Kollegen damals, das hatte ich glaube ich auch hier schon erzählt, die haben keine 4 Monate ausgehalten. Die dachten wirklich, oh, ich fange jetzt mit YouTube an und 3 Wochen später habe ich 100.000 Abonnenten oder so, ja. So, da muss ich mich auch mal wieder selber loben, dass ich trotz meiner Probleme und meiner Vergangenheit und so, trotzdem hier immer noch die Ausdauer habe, ja, den Spaß habe. Ich sag mir immer, wenn ihr euch wegen jedem kleinen Scheiß die Kugel geben wollt und Drogen nimmt und so weiter, dann ich müsste ja hier im Dauerritz-Modus sein. Ich müsste 8 Drogen gleichzeitig nehmen. Ich müsste am laufenden Band heulen, weil die meisten von euch haben einfach keine Ahnung, wie es ist, richtig an der Klippe gestanden zu haben, wie sich das anfühlt. Wie sich das anfühlt, wenn man wirklich in die Enge gedrängt wurde, ja. Sowohl physisch als auch mental. Aber okay, ihr versteht, glaube ich, meinen Punkt. Und wenn nicht, dann, ja, keine Ahnung, dann hasst mich ruhig, mir doch egal. Stellt euch hinten an, die Schlange ist sehr, sehr lang. Von daher, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, meine kleinen Ritzi-Freunde. See ya.